In diesem Kapitel geht es um drei Buchstaben. O, E und R. Was es damit auf sich hat, möchte ich Ihnen jetzt erzählen. Denn jetzt reden wir über externe Inhalte. Bei Audio und Video spielen externe Inhalte eine besondere Rolle. Denn es gibt Sequenzen, die wir gar nicht filmen können. Vielleicht wollen wir einen Drohnenflug in unser Video mit einbauen oder wir brauchen Videos aus einer anderen Stadt, einem anderen Land oder sogar einer anderen Zeit. Wir wollen vielleicht auch Audioeffekte bei einem Hörspiel benutzen von einer einfahrenden Straßenbahn am klingelnden Telefon. Die gut aufzunehmen ist richtig aufwendig. Wäre doch super, wenn wir einfach Materialien aus dem Netz dafür nutzen können. Das können wir natürlich theoretisch einfach machen. Das Internet ist ja voll von tollen Materialien und Videos. Aber dürfen wir das eigentlich? Darf ich einfach irgendwelche Videos aus dem Internet in meinem Unterricht nutzen und sogar bearbeiten, um sie in eigene Medienprodukte einzufügen? Eher schwierig. Wir brauchen also Dinge, die frei lizenziert sind. Und da kommen wir zu O, E und R. Open Educational Resources. Manchmal spricht man im Deutschen auch von freien Bildungsmaterialien, aber eigentlich ist dieser Begriff OER, Open Educational Resources, der verwendet wird. Und ganz ehrlich, dieses Kapitel handelt jetzt von Urheberrecht. Und es ist mein Lieblingskapitel, weil ich finde, OER ist ein tolles Kapitel. Und keine Sorge, wir müssen uns jetzt nicht mit irgendwelchen Rechtsparagraphen beschäftigen, sondern wir schauen uns an, was sind Open Educational Resources, was muss ich bei der Verwendung beachten, wo finde ich diese und wie kann ich sie in meinen Medienprodukten oder ganz allgemein in meinem Unterricht einsetzen. Wenn Sie natürlich Interesse haben, auf welcher Rechtsgrundlage das beruht, habe ich unter diesem Video ganz viele Informationen. Wir haben Ihnen ganze Bücher verlinkt, die im Netz frei verfügbar als Open Educational Resources sind zu dem Thema. Zum Beispiel das Buch von Jöranmus Mehrholz zu freien Bildungsmaterialien. Große Leseempfehlung meinerseits. Aber auch verschiedene Angebote von kleinen bis größeren Online-Kursen, Erklär- und Lernvideos rund um das Thema Open Educational Resources. Jetzt habe ich das Wort so oft erwähnt. Was sind denn jetzt eigentlich OER oder freie Bildungsmaterialien? Wir reden hier von Materialien, die frei verfügbar, in der Regel im Internet und für jeden frei verwendbar sind. Kopierbar und bearbeitbar. Da sie eben nicht unter einem klassischen Copyright stehen, sondern unter speziellen Lizenzen, in der Regel sogenannten Creative Commons Lizenzen. Ganz kurzer Exkurs. Wenn wir Material erstellen, was eine Schöpfungshöhe erreicht, also was einen gewissen Grad an Eigenleistung hat, dann liegt darauf ein Urheberrecht. Und zwar ganz automatisch, ohne dass dafür irgendwer was tun muss. Das heißt, wenn wir fremde Materialien verwenden wollen, müssen wir in der Regel den Urheber, die UrheberInnen fragen. Die Faustregel ist, es ist alles verboten, außer es ist erlaubt. Und die Creative Commons Lizenzen sind genau diese Ausnahme, die uns sagen, was erlaubt ist. Creative Commons ist eine Non-Profit-Organisation, die Lizenzverträge erstellt haben mit zwei Hauptzielen. Sie wollen die Urheberinnen und Urheber schützen und sie wollen Nutzungsbedingungen aufzeigen. Und keine Sorge, diesen Lizenzvertrag müssen Sie nicht lesen. Ich erkläre den Ihnen anhand von ein ganz paar Symbolen. Und die habe ich hier mitgebracht. Die Creative Commons Lizenzen. 6 Stück, dahinter kommt noch eine 7. Aber diese Lizenzen müssen Sie kennen. Und dann haben Sie das Thema eigentlich schon grundlegend verstanden, was die rechtliche Grundlage angeht. Sie sehen, diese Lizenzen bestehen aus so kleinen Piktogrammen und die kommen mehrfach vor und sind anscheinend nicht komplett, aber zum Teil miteinander kombinierbar. Wir nehmen die jetzt nochmal auseinander, die einzelnen Symbole. Das geht los mit dem CC. Das steht dafür, dass wir hier eine Lizenz aus dem Bereich der Creative Commons haben. Dann gibt es das BY. Wenn Sie gerade richtig aufgepasst haben, haben Sie gesehen, das ist Bestandteil jeder Creative Commons Lizenz, also obligatorisch. BY bedeutet, wir müssen den Namen der oder Urheberin oder es können auch mehrere sein, egal, aber wir müssen sie nennen. Und zwar in der Art und Weise, wie die UrheberInnen genannt werden wollen. Dementsprechend muss da nicht eine natürliche oder juristische Person stehen, sondern es können auch fantasievolle Namen sein.
Wenn ich hier an der Ruhr-Universität Materialien erstelle und sie als OER veröffentliche, dann ist meine Namensnennung in der Regel Matthias Kostschewa für Ruhr-Universität Bochum. Dann bin sowohl ich als auch meine Institution genannt. Dann haben wir den Bestandteil SA, der steht für Share Alike. Bedeutet Wiederveröffentlichung unter gleichen Bedingungen. Bedeutet, Material, was einmal frei war, soll auch weiterhin frei bleiben. Wenn ich jetzt also ein Video zum Beispiel erstelle und ich nutze dafür einen Teil, der unter CC BY SA steht, dann muss auch mein komplettes Video nachher unter CC BY SA stehen. Also was einmal frei ist, bleibt darüber frei. Und dann gibt es noch die beiden Bestandteile NC und ND, die quasi verbieten, dass dieses Material im kommerziellen Sinne genutzt werden darf oder dass es bearbeitet werden darf. Bei der Keimbearbeitung, da merken wir ganz schnell, das ist für den Bildungskontext nicht so optimal. Wir finden ganz selten Dinge, die schon perfekt sind, die wir nicht noch ein bisschen bearbeiten wollen. Und für Audio-Video ist es quasi unbrauchbar, weil da bearbeiten wir es eigentlich immer, wenn wir es in unsere Audios und Videos integrieren. Sprich, ND eher schwierig. Auch das NC ist schwierig. Man könnte jetzt ja davon ausgehen, hey, ich möchte nicht, dass meine Materialien kommerziell genutzt werden. Wir schließen aber über diese Klausel eine ganze Menge Player aus, die wir vielleicht gar nicht ausschließen wollen. Auch wir Universitäten gelten im Zweifelsfall eher als kommerzielle Anbieter. Klingt erstaunlich, ist aber so. Die Wikimedia ganz genauso. Mein Tipp, damit machen Sie sich viele Dinge einfacher, nutzen Sie vor allem Lizenzen, die das BY und das SA beinhalten und nicht mit NC und ND kombiniert sind. Dann habe ich gesagt, es gibt noch eine siebte Lizenz, die haben wir hier, die CC0 oder CC0 Lizenz. Das meint quasi gemeinfreie Inhalte. Hier sind Inhalte, die wir einfach verwenden können. Es muss kein Urheber, keine Urheberin genannt werden. Wir dürfen damit quasi machen, was wir wollen. Das ist natürlich tolles Material, weil wir uns auch theoretisch eine Lizenzangabe sparen. Mein Tipp ist aber, selbst wenn Sie CC0-Materialien verwenden, nutzen Sie eine Lizenzangabe, weil dann können Sie sich in einem halben Jahr auch selber noch daran erinnern, wo diese Materialien mal ursprünglich herstammten. Jetzt habe ich viel über Lizenzen gesprochen. Kommen wir nochmal zurück. Was meint eigentlich OER? David Wiley hat sich diese Frage auch gestellt und hat offene Materialien mal anders definiert, nämlich nicht über Lizenzen, sondern über Freiheitsgrade. Und er hat das zusammengefasst in einem 5-Stufen-Modell, dem 5V-Modell, was wir euch jetzt mal einblenden. Offenes Material sollte, wenn möglich, alle 5 Stufen erfüllen. Ich sollte dieses Material also verwahren und vervielfältigen dürfen, also Kopien davon anfertigen dürfen. Ich sollte dieses Material verwenden dürfen in unterschiedlichen Kontexten, egal ob ich jetzt kommerziell oder nicht kommerziell bin, in der Schule, in der Freizeit, in der Firma, völlig egal. Ich sollte das Material verarbeiten dürfen, könnte natürlich hier auch bearbeiten sagen, oder verändern dürfen. Das hatten wir gerade schon mal, warum das höchst sinnvoll ist bei Bildungsmaterialien. Ich sollte viertens das Material auch vermischen dürfen, also verschiedene Materialien miteinander kombinieren dürfen. Und am Ende soll ich das Material auch wieder veröffentlichen dürfen. Das ist gerade im Audio-Video-Kontext natürlich auch ganz entscheidend. Das heißt, wir können externes Material für Audio und Video gerade dann gebrauchen, wenn das Material diese 5 Freiheitsgrade erfüllt. Und jetzt komme ich nochmal zurück. Das sind diese 3 Lizenzen. CC0, CC BY und CC BY SA. Die lassen sich beliebig miteinander kombinieren. Und diese Lizenzen sind für Audio- und Videoproduktion sehr gut geeignet. Wo finden wir jetzt sowas? Haben Sie diese Piktogramme schon mal gesehen? Vielleicht sehen Sie sie tatsächlich gerade zum ersten Mal. Ich bin aber sicher, nach Anschauen dieses Videos werden die Ihnen jetzt häufiger auffallen. Denn das Netz ist voll von OER-Materialien. Wir haben Ihnen unter diesem Video eine ganze Hand Dinge verlinkt. Da sind Plattformen wie Wir lernen online oder Mundo, bei denen Sie eine Vielzahl von für die Schule geeigneter OER oder offener Materialien finden. Es gibt ganze Portale mit Medieninhalten, wo freie Materialien sind. Zum Beispiel auch zum Bereich Audio, Video und Fotos, also die sich für diesen Kurs hervorragend eignen. Mittlerweile sind auch manche professionelle Produktion auf diesen Zug aufgesprungen. Also einmal gibt es sowas wie die Wikimedia bzw. Wikipedia. Alles dort ist OER, nämlich unter CC0, CC BY und CC BY SA.
Das ist schon mal spitzenmäßig. Aber auch Dinge wie Terra X vom ZDF stellen immer mehr kleine Videoclips zur Verfügung unter OER-Lizenzen. Das heißt, Sie können viele Clips von Terra X nutzen und die in Ihre eigenen Lernvideos integrieren. Ganz legal. Sie dürfen das sogar wieder bei YouTube oder woanders hochladen. Großartig, oder? Das sind die großen Vorteile von OER. Das Thema ist ein Riesenthema. Ich beschäftige mich seit knapp 7 Jahren im Hochschulkontext damit sehr intensiv. Und ich lerne immer wieder Neues dazu. Wenn Sie da tiefer einsteigen wollen, haben wir vielfältiges Material hierunter. Schauen Sie da mal rein. Ja, weisen Sie Ihre Kollegen darauf hin, weil ich glaube, das Thema ist nicht nur für Audio-Video-Produktion, sondern generell für alle, die mit Unterrichtsmaterialien zu tun haben, also allen Lehrerinnen und Lehrern, total relevant. Probieren Sie sich aus, schauen Sie sich um, entdecken Sie Neues und dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß.